Schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Video möchte ich die Mini 3 Pro Drohne in der ActiveRec-Funktion ausprobieren und das eben hier stilecht im Mustang in Florida. Und wir schauen mal, bei welcher Geschwindigkeit die Drohne noch mitmacht, wo es vielleicht Probleme gibt. Und das ist alles nach dem Intro. Wenn du das erste Mal die ActiveTrack-Funktion testest, dann bitte nicht so wie ich hier mit Bäumen und Wasser und so weiter. Das ist dann nicht die perfekte Umgebungsbedingung, aber es ist einfach super schön von der Location. Wir sind jetzt gerade früh morgens, die Sonne ist aufgegangen und starten jetzt einfach mal mit der Drohne und schauen uns dann an, wie das Ganze in der Luft funktioniert. Los geht's! Wenn ihr jetzt die ActiveTrack-Funktion startet, guckt ihr einfach auf den Monitor, markiert euer Objekt, also einfach drüber ziehen, in dem Fall über das Fahrzeug, dann erkennt er das Fahrzeug und ihr habt darunter dann eben mehrere Möglichkeiten, ActiveTrack, Spotlight und Point of Interest auszuwählen. Wir machen jetzt ActiveTrack, weil die Drohne soll uns ja auch verfolgen, das heißt, wir klicken auf ActiveTrack und machen jetzt erstmal Folgen. Das Parallel, das gucken wir uns gleich nochmal zusammen an. Gehen auf Go. Genau, für das Folgen meckert er jetzt, weil es eben zu niedrig ist sozusagen. Das heißt, ja gut, dann gehen wir halt etwas höher. Wir müssen gleich wegen den Bäumen eh ein bisschen aufpassen. Aber probieren es nochmal. So, jetzt haben wir irgendwie 5 Meter Flughöhe oder sowas. Und wir fahren mal in Ruhe los. Entschuldigt vorab den etwas schlechteren Sound. Die Straße ist nicht toll. Es sieht zwar schön aus, aber vom Sound her wird es nicht toll sein, weil es so ein bisschen Huckelpiste ist. Aber schauen wir uns mal an. So, wir sind jetzt im Folgemodus und ich sage euch parallel gleich mal die Geschwindigkeiten an. So, im Folgemodus, das sieht man, schaut die Drohne, dass sie eben nicht sozusagen genau den Winkel oder sowas hält, sondern man sieht es ja auch da ganz schön, die Drohne würde auch den Winkel etwas variieren. Ihr seht hier schön die Bäume, ja, sie versucht den Bäumen auszuweichen, aber passt da bitte auf, jetzt hier auch in der Gegenlichtsituation ist das natürlich keine perfekte Bedingung, um gute Aufnahmen dann eben hinzubekommen. Aber es ist ein schönes Praxisbeispiel für die Folgefunktion. Was ihr in der Folgefunktion machen könnt, ihr könnt auch dann drumherum fliegen. Also ich steuere es einfach zur Seite und schon könnt ihr sozusagen, während die Drohne in der Folgefunktion ist, um euch drumherum fliegen. Das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, ich würde jetzt links rüber fliegen. Das wird relativ sportlich, weil da kommen ein paar Bäume. Und wir schauen einfach mal, wenn wir es langsam beschleunigen, wie das Ganze funktioniert. Weil gleich werden die Bäume zwischen uns und der Drohne sein. Und das ist ein schönes Praxisbeispiel zum Schauen, wie gut die ActiveTrack-Funktion da noch funktioniert. Oder eben auch im Worst Case nicht mehr funktioniert. Das sehen wir dann gleich. Versuchen wir es mal schwieriger zu machen. Ja, genau. Jetzt hat sie immer noch sauber drin. Einfach ist es nicht für die Drohne. Ich werde jetzt ein bisschen variieren. Jetzt mal die Spur wechseln. Hier auf die andere Seite fahren. Schauen wir mal, ob sie jetzt gleich aus dem Tritt gebracht wird oder uns noch mit reinbekommt. Ja, so wie es sein musste. Das fand sie nicht so toll. Das waren jetzt auch ein bisschen zu viele Bäume einfach dazwischen. Wir gehen nochmal hoch, schauen, dass wir uns hier wieder da vorne gleich sehen. Und fliegen mal langsam nach vorne. Das heißt, passt auf, natürlich, wenn ihr jetzt Bäume und so weiter dazwischen habt, dann wird das Ganze schon wirklich sehr sportlich, was eben dann die ActiveTrack-Funktion angeht. So, kommen wir erstmal wieder näher zu uns. Und was wir jetzt mal machen, ist die Parallelfunktion, die ich persönlich an sich sehr schön finde. Das heißt, wir sind wieder, haben wieder unser Target sozusagen drin, markieren unser Objekt. Jawohl, Objekt ist markiert, gehen auf ActiveTrack, gehen es auf Parallel. Dann sagt sie nämlich, pass auf, Hindernisvermeidung ist nicht verfügbar, also da bitte echt aufpassen. So, Parallel, dann auf Go.
ärgert sie schon wieder wegen der Flughöhe. Ja, das habe ich jedes Mal, weil ich finde es halt spannender, wenn es eben relativ tief ist, weil hochfliegen kann jeder sozusagen. Und wir gehen aber so, wir gehen einfach auf eine größere Flughöhe und dann sollte es gleich klappen. So, jetzt passt es. Ja, also immer an diese 4-5 Meter Höhe denken. Genau. Wenn ihr tiefer fliegen wollt, könnt ihr das ohne Active Track natürlich machen. Dann müsst ihr manuell fliegen. Und jetzt würde die Drohne möglichst parallel zum Fahrzeug fliegen, also vor uns bleiben. Das probieren wir jetzt einfach mal aus und fahren mal los. Ich fahre auch etwas schneller los, um zu schauen, ob sie hinterherkommt. Genau, jetzt beschleunigt sie, versucht eben rückwärts hinterherzukommen. Wir sind jetzt bei 30 km/h, haben vor uns jetzt Bäume, was da nicht so toll ist. Das heißt, ich variiere jetzt ein bisschen, fliege rückwärts etwas zur Seite, damit wir gleich nicht an den Baum rankommen. Aber versuchen mal relativ knapp am Baum lang zu fliegen, weil das sieht dann immer cool aus in den Aufnahmen. Und weiter geht's. Wir sind jetzt bei 26 km/h und beschleunigen jetzt einfach mal schneller. 34. Ah, wird schon knapp. Viel schneller will sie nicht. Werden jetzt nochmal schneller. 40. Jetzt ist sie dahinter gekommen. So. 40 km/h und wir schauen gleich mal. Welche Geschwindigkeit das dann als Höchstgeschwindigkeit funktioniert. Jetzt fand es nicht so toll, dass ich so schnell gebremst habe, aber ich wende einmal und wir schauen uns das Ganze jetzt mal bei noch höherer Geschwindigkeit zusammen an. So, die Drohne ist hinter uns. Wir gehen mal etwas höher, stoppen die Active Track Funktion, steigen einfach mal hoch, gehen auch etwas weiter rückwärts. Dann sehen wir schön, ob es jetzt hinbekommt. Active Track, machen wir jetzt Folgemodus, gehen auf Go. So, und ich sage euch die Geschwindigkeit an. So, wir halten die 50 km/h und man sieht, dass die Drohne jetzt langsam, oder nicht die Drohne, das Fahrzeug langsam sich entfernt, weil die Drohne halt nicht ganz hinterherkommt. Deswegen fahren wir jetzt hier einmal noch mal etwas langsamer. Immer, wie ihr es ja eben auch seht, auf die Bäume aufpassen. Wir sind jetzt mit 30 km/h unterwegs, das funktioniert ohne Probleme. Jetzt gehen wir mal langsam auf 40. 40 km/h. Sieht auch noch gut aus. Ja, und so zwischen 40 und 50 dürfte sie dann das Ganze verlieren. Beschleunigen wir mal auf 50. 50 km/h. Das Auto fährt langsam sozusagen aus dem Bild raus. Und dann fahren wir einfach nochmal schneller und schauen, was dann passiert. 60. 70. Active Track funktioniert immer noch gut, obwohl das Fahrzeug ja jetzt schon relativ weit weg ist. Aber die Drohne kommt natürlich überhaupt nicht mehr hinterher. Bremsen wir mal ab und schauen wir mal, was die Drohne dann macht, wenn sie sozusagen das Ziel überschießt. Ja, das war jetzt auch ein bisschen böse. Ich bin nämlich extra zwischen den Bäumen stehen geblieben. Dann meckert sie jetzt, dass sie das Motiv verloren hat. Gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Ich zeige euch jetzt eine weitere Active Track Funktion. Ich markiere wieder das Fahrzeug. Gehe auf Active Track, gehe mal auf Folgen, auf Go. Jawohl.
und jetzt eben, wie ich vorher schon erzählt habe, aber noch nicht im Detail gemacht habe, nutzt auch die Funktion mit den Steuerknüppeln zu steuern. Also wir haben jetzt das Fahrzeug vor uns, ich steuere jetzt einfach auch rückwärts aus Sicht der Drohne, um einfach die Drohne beim Active Track etwas zu unterstützen und fliege jetzt etwas seitlich drumherum. Und damit kann man einfach eine schöne Aufnahme erzeugen, einfach seitlich ein bisschen drumherum. Denkt dran, dass ihr zur Sicherheit einen Kollegen habt oder sowas, der dann erstmal aufpasst, dass ihr nicht gleich gegen den nächstbesten Baum gegenfliegt. Genau, und ansonsten das natürlich erstmal ganz entspannt auf dem Feld irgendwo üben. Aber jetzt sehen wir zum Beispiel, jawohl, wir sind um die ersten Bäume da drumherum, fliegen jetzt weiter rüber, steigen etwas hoch. Das einfach von der Perspektive noch ein bisschen besser vielleicht aussieht. Und fahren sozusagen, während wir drumherum fliegen, um das Objekt drumherum. Die Active Track Funktion ist aber halt von der Flughöhe und so weiter begrenzt, weil wir eben nicht das in 2 Meter Höhe machen können, was aber vielleicht in manchen Anwendungen sehr gut aussehen würde. Und das machen wir jetzt einfach mal manuell. Das heißt, wir gehen jetzt mal tiefer zu uns. Machen das auch gleich im Sportmodus, um eben das Maximale einfach mal zu zeigen. So, warten wir mal, bis das Schätzchen weiter unten ist. Gehen jetzt aus der Active Track Funktion rauf, schalten auf den Sportmodus. Natürlich auch wieder die Warnung, hier pass auf lieber Drohnenpilot, übertreib nicht. Abstandssensorik ist dann deaktiviert. Aber ihr seht es ja auch so, die Perspektive sieht einfach viel, viel spannender aus. Und jetzt fahren wir einfach mal, während wir fliegen, das ist natürlich echt Übung, also eine Hand Lenkrad sozusagen, andere Hand dann den rechten Steuerknüppel, der für unsere Lage sozusagen zuständig ist. Fahren wir einfach mal langsam vorwärts und versuchen mal ein paar schöne Aufnahmen hinzubekommen. Wenn ihr das ein paar Mal geübt habt, ist das gar nicht so schwierig, wie man erstmal denken würde. Und ihr seht es ja auch. Das sieht einfach ehrlicherweise viel cooler aus, als wenn ich in 5 Meter Höhe fliege. Ist eine viel, viel spannendere Perspektive. Deswegen absolute Empfehlung. Wir sind jetzt bei 40 km/h und sind jetzt Vollgas rückwärts. Ja, so knapp 50 km/h. Viel schneller will sie nicht. Reicht ja auch erstmal vollkommen aus. Aber es ist eben vollkommen egal, wie ich fahre und so. Ich habe einfach eine viel, viel manuellere, viel schönere Steuerung und viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Kann auch noch flacher und tiefer fliegen, was ich persönlich einfach spannend finde. Es sieht einfach cool aus. Und jetzt könnte ich, während die Drohne sehr tief fliegt, könnte ich eben dann vorbeifliegen und habe eine super tolle Perspektive. Fliegen mal wieder näher zu uns. Und dieses vor sich herfliegen, so etwas schräg halten, weil ich wollte so ein bisschen die Gegenlichtsituation zeigen, das geht wirklich gut. Das ist gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht befürchten würde. So, wir versuchen das jetzt vorsichtig nochmal. Sind vor uns, so einen halben Meter Höhe und geben einfach mal Gas. Ist aber eine schöne Aufnahme, ne? Brauche ich auch nicht zu erzählen. Und jetzt machen wir das Ganze mal, indem wir rückwärts das Fahrzeug verfolgen. Da solltet ihr natürlich das im besten Fall zur Sicherheit mit einem Spotter machen, der sozusagen dann im Auto ist und so, kommen wir erstmal näher und neben euch ist. Und dann kann man schön parallel zum Fahrzeug fliegen. Und super coole Aufnahmen erstellen. Das bitte, wie eben gesagt, nicht als Anfänger nachmachen. Das ist echt schwierig, das als eine Person alles zu machen. Aber es sieht einfach cool aus. Und ich finde es einfach ehrlicherweise spannender als die normalen Active Track Funktionen. Übt das ganz in Ruhe mitten auf dem Feld, wo vereinfacht gesagt nichts los ist. Und dann habt ihr auch keinen Stress oder so. Und alles ist gut. Das finde ich eine schöne Möglichkeit der Aufnahme. Und wenn ihr dann irgendwo an einem interessanten Punkt seid, dann zieht einfach so wie jetzt einfach rechts raus, zieht hoch und macht sozusagen den Abschluss-Shot und ihr habt super
coole Aufnahmen, die ihr mit der Drohne dann erzeugen könnt. Ich hoffe, das Video war spannend, hat einen schönen Einblick gegeben, was man mit der Mini 3 noch so alles rausholen kann. Schön, dass du dabei warst. Und wenn du weitere Ideen hast, testest doch mal diese Active Track Funktion oder so, dann sehr gerne dann hier kommentieren, dann versuchen wir das dann zu übernehmen. Aber ihr habt vielleicht ein paar kleine Tipps bekommen, wie ihr noch mehr aus eurer Drohne rausholen könnt. Viel Spaß mit deiner Drohne, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!